Erledigen Sie Ihre Bankgeschäfte einfach und sicher mit der Mobile-App der Deutschen Bank. Loggen Sie sich mit Ihren Zugangsdaten ein. Alternativ können Sie auch Touch-ID oder Face-ID nutzen. Übersicht. Hier finden Sie Ihre Konten, Karten und Depots. Nach rechts geht es zur Listenansicht. Und hier zu Ihren Kontoumsätzen. Weiter unten finden Sie die Überweisungen. Sie können auf Unterkonten überweisen und Daueraufträge anlegen. Für eine SEPA-Überweisung geben Sie die Empfängerdaten ein oder nutzen Sie eine Überweisungsvorlage. Alternativ können Sie die Rechnung auch einfach fotografieren. Bei der kostenpflichtigen Echtzeitüberweisung wird der Betrag innerhalb von Sekunden auf dem Empfängerkonto gutgeschrieben. Geben Sie jetzt den Betrag ein. Danach autorisieren Sie Ihre Überweisung mit dem Foto-TAN-Verfahren. Noch bequemer wird das Überweisen, wenn Sie Ihre Freunde als Kontakte anlegen, um so mit wenigen Klicks Geld zu senden. Um einen Kontakt anzulegen, können iPhone-Nutzer auch einfach auf das Deutsche Bank Mobile-App-Icon drücken. So kommen Sie auch direkt zu SEPA-Überweisung und Postfach. Genauso schnell und komfortabel geht es auch beim Einkaufen. Mit Apple Pay zahlen Sie kontaktlos mit Ihrem iPhone oder Ihrer Apple Watch. Für die Aktivierung öffnen Sie das Menü. Wählen Sie Apple Pay und folgen Sie den Aktivierungsschritten. Einmal aktiviert, halten Sie Ihr iPhone beim Einkauf einfach über das Terminal und geben die Zahlung frei. Android-Nutzern bieten wir alternativ die Funktion Mobiles Zahlen. Aktivieren Sie einfach Ihre Deutsche Bank Mastercard, um kontaktlos mit Ihrem Android-Smartphone zu bezahlen. Im Menü finden Sie zahlreiche weitere Funktionen. Wählen Sie Bargeld und Filialen, um alle Deutsche Bank-Filialen in Ihrer Nähe anzuzeigen. Sie finden hier außerdem alle Geldautomaten der Cash Group sowie weitere Orte, an denen Sie gebührenfrei Bargeld abheben können. Im Menü finden Sie auch Ihr Postfach. Hierhin senden wir Ihnen Ihre Bankmitteilungen wie Kontoauszüge und Kreditkartenabrechnungen. Damit wir Ihnen Ihre Bankmitteilungen digital zustellen können, aktivieren Sie im Deutsche Bank Online Banking die Funktion eSafe. Danach können Sie auch die weiteren eSafe-Funktionen nutzen, den Passwort-Safe für Ihre Passwörter und Zugangsdaten, sowie den persönlichen Safe für Dokumente wie Steuerunterlagen, Ausweiskopien oder Verträge. Auch Ihre Geldanlagen haben Sie mit der Deutsche Bank Mobile App immer im Blick. Unter Depots finden Sie Ihre Wertpapiere, Fonds und andere Investments. Sie können Ihre Geldanlagen sortiert nach Anlageklassen anzeigen und alle Details einsehen. Wählen Sie Handeln und nutzen Sie die Suchfunktion, um ein bestimmtes Wertpapier anzuzeigen. Geben Sie die Stückzahl ein. Danach autorisieren Sie Ihren Handel mit dem Foto-TAN-Verfahren. Unter Orderbuch sehen Sie die gerade getätigte Order. Um Ihnen den Überblick über Ihre Finanzen zu erleichtern, bieten wir Ihnen den Finanzplaner. Er schlüsselt Ihre Ausgaben und Einnahmen genau auf und ordnet sie übersichtlich in Kategorien. Mit Multibanking funktioniert das sogar mit Ihren Konten bei anderen Banken. Deutsche Bank Mobile. Banking neu erleben.